Arme noch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen wieder eine Episode von SCP Container Image. Wir haben ein kleines Update. Ja, klein, kann man das sagen? Ja, klein, 092. Yeah, und hier am User Interface hat sich schon etwas getan. Und zwar wurde die Schrift hier ein bisschen geändert. Da steht auch ein Changelog, auf den wirst du gleich eingehen. Ja. Und ich würde sagen, die Intro-Sequenz lassen wir mal drin. Genau. Just in case. Gucken wir mal. Weil ich glaube jetzt nicht, dass sich da irgendwas getan hat. Das ist auch anders aufgebaut, das Menü ein bisschen, finde ich. Aber es ist ja eigentlich scheißegal. Ich fand das alte von der Schrift zumindest schöner. Okay, was hat sich geändert? Wir haben nochmal, da steht ein weiterer Versuch, den Spawn-Bug von SCP-173 zu beheben. Ja. Gucken, ob es diesmal funktioniert hat. Dann das mit dem Text, genau. Das haben wir jetzt gesehen. Neuen Radio-Transceiver und Navigator. Oh, da bin ich gespannt. Hochauflösende Texturen jetzt eingefügt, neue Sounds und SCP-106 sieht jetzt aus wie vor, also 072. Also nicht mehr so glossy wahrscheinlich, ne? Boah, keine Ahnung. Ich finde, der hat so geglänzt. They've got some work for you. Please step out of the cell. Und ein paar Bugfixes. Just follow me. Von Muggy. Authorized to kill any disobedient test subjects. So don't try anything stupid. Ja, schauen wir mal. Soll jetzt noch schneller laden? Hat es schnell geladen? Ja, ne? Ja. Relativ. Ich habe jetzt keine Sekunden gezählt oder so. Oh, da, genau, hier. Da stand auch was drin, oder? Ja. Das irgendwie so High-Res-Textures für die Door-Keypads und so. Oh, schau dir mal noch kurz aus. So eckig. Oh, das Gelände ist immer schon so gut. Ja. Würde ich mich jetzt fast sogar dafür verbürgen. Ja, egal. Ich finde es schon schön. Wir wollen was richtig Neues sehen. Alle sollten hier begutachten. Pseudo-Features. Ja, du besteckst hier die Hälfte. Ja, die Hälfte ist auch ein Bugfix. Und da war gerade schon dieser Horror-Sound. Ah, was noch? Eine größere Änderung. Sie haben den Raum, wo SCP 1025 und 714 sind, haben sie in die Leichtcontainer-Zone. Genau, die Enzyklopädie und den Ring. Das finde ich gut, weil den haben wir eigentlich gar nicht mehr gesehen, seitdem diese Komplex in die drei Zones aufgeteilt wurde. Hallo. Fehlerbehebung. Nehme ich auch alles knackiger aus, finde ich. Schärfer, oder? Kommt es mir nur so vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Update liegt oder an dem Anti-Aliasing, das den Treiber angestellt hat. Das ist knackiger. Knackiger? Also zumindest. Knackiger. Naja, die Texturen sind noch unscharf. Auf jeden Fall heller hat das, glaube ich, wieder gemacht, oder? Ja, das meine ich, also dieser... Weil beim letzten Update, da hatte man dann ziemlich eingeschränkte Sichtweite. Ach, was wartest du? Das wurde jetzt scheinbar wieder gefixt. Ich dachte, dass der hier mal wieder jumpt oder so. Die haben dem so wenig Möglichkeiten jetzt gegeben, der kann gar nichts mehr. Außer... Spannend. So gefixt, dass er gar nichts mehr macht. Geh erstmal da rechts rum. Oh, geh aus! Jetzt hat er sein Model gar nicht gesehen. Besser ist es. Der Hausmaster. Hausmaster. Utsch, utsch. Müsste ein DJ geben, der so heißt. Jetzt bestimmt, oder? Oh. What the fuck? Achso. Ich dachte, da steht ein Kerl. Ja, Kerl? Das sah voll so aus. Alles ist jetzt auch
Ach so, wenn du reingehst, siehst du dann wahrscheinlich diesen. Oh, diesen Rauch. Komm rein. Ah. Ja. Denn sein Model ist irgendwie dunkler geworden, glaube ich. So sieht's für mich zumindest aus. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt gerade von uns beide aussah wie ein Kerl. Gell? Ja, das ist eine Perspektive. Womöglich. Der sah so schlank aus irgendwie. So slender. Ja. What the fuck? Memory Access Violation, yay! Ich hab's doch als Administrator ausgeführt. Ich wollte die Gasmaske anziehen, jetzt ging der hier ab. Das ist ein neues Feature. Wir probieren es gleich nochmal. Ich hoffe, das Ding ist nicht cropped da, schaut aber gut aus. Okay, starten wir es nochmal neu. Als Admin oder ohne Admin? Ohne Admin, diesmal. Ja, kann ich jetzt nicht mehr die Gasmaske benutzen oder was? Das wäre jetzt leicht scheiße. Und weiter geht's. Aufnahme gestartet. Ist hier das irgendwo drin? Ja. Fixe Bug. Man bleibt nicht mehr geduckt, wenn man spielt. Spiel hat. Optimierte Sounds. Naja. Sollte man lieber um den MAV kümmern. Also sorry für den... Der nervt nämlich echt. Bug. Wieso entschuldigst du dich jetzt? Hast du den da reinprogrammiert oder was? Nein, aber wir müssten das Video ja von vorne beginnen jetzt. Ich mache ja ohne Intro zumindest. Genau. Und wir haben einen anderen Map-Seed. Wir können eine Zuschauerfrage vorlesen. Das kannst du mal machen. Wenn wir die noch da haben. Go on. Der Mückenkommando schreibt, was haltet ihr von Shisha, Pen und Paper zusammen und kombiniert? Außerdem, was haltet ihr vom Spiel Rust auf Steam? Okay, Shisha finde ich gut. Ich nicht. Ich rauch nicht. Ach ja, ach ja. Das ist ja keine Shisha, das ist ja... Das ja, okay, das ist eine E-Shisha. Das kannst du dir hinten einführen. Ah, das riecht Erdbeere. Ja, das ist auch. Und Pen and Paper, ich hab's mal gegoogelt. Das hat mir vorher gar nichts gesagt. Ja, das ist dieses Fantasy-Rollenspiel, ne? Ja, das ist das, wo... Ist es das, wo man was schreibt und dann... Ne, du, so wie ich das verstanden habe... Rollenspiel mit so wie ich das verstanden, so wie ich das verstanden habe, sind das ja, Pen and Paper, also Stift und Papier. Und du schreibst quasi oder du beschreibst deinen Charakter genau, ja, eben ja, ja. auf dem Papier. So. Und dann, ich weiß nicht, also ich kenne es persönlich nicht und ich glaube, für mich wäre das auch nicht, weil ich einfach keine Fantasie mehr habe. Früher als kleines Kind hatte ich mehr Fantasie. Ich habe schon Fantasie, aber das macht mich jetzt nicht so. Ich könnte mir jetzt keinen Charakter ausdenken. So. Aber mach doch, was dir Spaß macht. Ja. Und Rust, das Spiel, haben wir uns mal kurz angeguckt aus Screenshots, aber das sagt mir jetzt nichts. Es sah nicht schlecht aus, aber ich habe es noch nicht gespielt. Hm. Aber prinzipiell so kleines Survival-Games, ich weiß jetzt nicht, ob es klein ist, aber finde ich nicht schlecht. Ich habe mal sowas gespielt. Ich weiß nicht, wie das hieß, aber das war auch so ein kleineres Spiel und da warst du auf einer Insel gestrandet und musstest eben dann so Steine sammeln und Hölzer und konntest dir dann Werkzeuge bauen. Ach, das? Stranded. Stranded, ja. Aufgeladen, weil ich das richtig cool fand. Das war eigentlich nicht schlecht, also das kann man mal spielen auf jeden Fall. Das können wir mal, da können wir ein Video machen. Ein Video. Ein Let's Play, ja? Von Stranded, das wäre eigentlich eine Idee. Der rutscht. Jetzt geht er ab, oder? Rutscht in seinem Territorium. Geht er. Da. Da. Was war da los? Der steht an der Tür. Ach, an der Tür steht er? So. Der furzt. Ach, nee, der macht so Katzengeräusche. Ja, ich aber... Das ist eigentlich ziemlich kawaii. Kawaii? Oh, jetzt ist er weg. Ja, glaubst du. Jetzt ist er wieder da. Ja, wieso sieht man den von dir aus nicht? So schmal ist er doch nicht, oder? Tatsächlich. Geh weiter, ich hab Angst. Ich geh weiter. So. Ja, was soll ich jetzt machen, wenn ich wieder hier Ding hab? Ah, die, da hat auch was geändert hier. Die sind jetzt nicht mehr komplett schwarz, sondern haben jetzt so ein bisschen Textur. Oh, wow. Ist auch eine Änderung. Ja. Wieso steht das nicht im Changelog? Das fällt mir auf. Wahrscheinlich ist das genau diese Änderung, die dann als Nebeneffekt den Memory Access Violation verursacht. Ja. Wow, schon wieder. Ist das wieder genau das Gleiche? Aber der ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr glossy. Das habe ich jetzt gesehen.
zumindest nicht auf seinem Back. Du mit deinem Anglizismen. Oh, der Mausback war gerade. Das hat übrigens einer geschrieben jetzt, wer war's? War's der Jan Ulrich? Nein. Ich bin mir nicht sicher, einer hat geschrieben, dass er auch den Mausback hat und aufgrund seines Kommentars lässt sich ein Hardware-Fehler ausschließen. Wieso hast du geschrieben, er hat eine Logitech-Maus, ja. Du hast eine Razer-Maus. Eine Razer-Maus, okay. Und wäre es auch ein Hardware-Fehler, dann müsste der Fehler ja auch sonst wo passieren. Also in Windows und anderen Spielen. Und da habe ich einen Fehler. Das ist ausschließlich in SCP so. So. Es gibt ja verschiedene Eingabe-APIs, glaube ich. APIs. Ja, scheiße, was soll ich jetzt machen? Ohne Gasmaske komme ich da nicht durch, glaube ich. Sollen wir es nochmal probieren? What? Die Gasmaske? Das letzte Mal hatten wir ein MAV. Ja. Krass. Ja, Leute, das ist Version 092. Wichtigste Änderung, die Gasmaske geht nicht mehr. Ja, das ist schon scheiße, Mann. Wie funktioniert es bei euch? Wir haben nur das Update vorgestellt, wir können nichts dafür. Ich könnte es höchstens nochmal, wir haben jetzt 11 Minuten, dann Zeit wäre eigentlich noch drin. Und dann mache ich es ohne Gasmaske einfach. Ja. Spaßeshalber. Ich könnte mich theoretisch auch durch den Raum durchcheaten. Die Hardcore-Variante machen wir jetzt. Sorry. Richtig Hardcore. Ja genau, wir machen jetzt ohne Gasmaske mit Euclid. Nee, Kita. Kita ist das Schwere. Kita. Mach Euclid, dann haben wir eine Chance, da durchzukommen. Kita, jetzt. Doch, du willst doch durchkommen. Alles oder nichts. So, was heißt, ich will? Ich habe schon damit abgeschlossen eigentlich. Du hast schon Gate B erreicht, gell? Es reicht. Kita. Und die Aufnahme natürlich. Nicht vergessen. Ja, genau. Da haben wir noch ein paar Fragen, ne, oder? Nicht direkt Frage, ja. Einer, wer war's? Der hat uns gefragt, wie es aussieht mit anderen Spielen. Was ist denn das hier? Was war denn das? Wer? Der Gamerling oder so. Gaming war das, genau. Und zwar, lies mal die Frage vor. Wie groß müsste es sein? Kleine Frage. Könnt ihr wieder andere Free Indie Horror Games spielen? Nicht, dass SCP mir langweilig wäre, es nervt bloß immer die gleichen Folgen mit den gleichen SCP zu sehen. Ihr könnt ja mal die Zuschauer mal fragen, was sie für Horror-Games sehen wollen. Ja. Warte, ist noch nicht fertig. PS, ihr seid die Besten. Dankeschön. Das war's echt wichtig. Ja. Ja. Gut, dass du das noch hinzugefügt hast. Ja, natürlich, das haben wir früher öfter angesprochen auch. Aber in letzter Zeit irgendwie unterschlagen. Ich bin ja Wenn auch ihr Meinung. Wünsche, Anliegen habt, einfach raus damit. Oh, ich glaube, das ist gar nicht drin. Wir wollen noch Ice spielen. Das hat der... Warte, ich... Ich wollte filmen. What the fuck? Sim Dommy HD oder so. Das Ice. Ja, so hieß der. Genau. Ice, ja. Was tust du? Ich häng den jetzt ab. Dass wir da so weiterkommen. Aber du könntest auch so mit einem vorbeilaufen. Das wäre aber more complicated. Und wir können ja einfach rauslocken, dann haben wir gar keine Maske. Brauchen wir die Maske sonst noch? Auf dieser Brücke, ne? Ja. Da können wir den theoretisch auch locken. Theoretisch. What the fuck? Das war wieder der, aber. Das war so ein Kamerageräusch. Ja, mein Hart spackt nicht mehr so ab. Wenn man auf dem Monitor guckt. Steht aber auch. Ja, wahrscheinlich ist es willkürlich, also dass er jetzt nicht jeden Monitor hackt, sondern einfach zufällig. Da ist er bestimmt drin. Ah. Voll Korall. Und schon wieder. Da ist er drin. Alter, der Spawn. Der ist hier. Das ist echt dunkel. Gelle? Ist dir das drin? Nee, nein. Hast du das schon mal in irgendeiner Version, dass er plötzlich dunkel war? Vielleicht gibt es auch in deinem Kraft. What the fuck? Ist das jetzt das mit. Hä, das ist ein.
Den kenne ich gar nicht. Nee, ne? Ist es mit dem. Mit dem Buch und dem Ring? Könnte sein, dass sie jetzt auf zwei verschiedenen Seiten sind. Hey, wo bist du jetzt? War das jetzt wie eine Kreuzung? Nein. Geh doch nochmal zurück. Das war ein Gang, links und rechts war die Türen. Achso, ich konnte. Alter! Nice Scheiß. Okay, unerwartet. Wo waren wir? Du konntest nicht rein in die Türen, die waren mit Karte oder was? Genau. Achso, deswegen. Da bist du weitergelaufen. Gut. Ah, hast du mal ungefähr gemerkt. Hast du dein Gedächtnis bei dem Schock gerade verloren? So. Schöner Schiss. Okay, wir brauchen Keycards, Leute. Nein! Oh, und zu spät. Was? Oh, was? Wie kommt der jetzt dahin? Junge! Bitte? Ja, durch die Lüftungsschächte. Social. Social. Ob es das Wort wirklich gibt? Das ist ein Opposite-Anglizismus. Das ist Englisch. Kein verdeutschtes englisches Wort, sondern ein verenglisches deutsches Wort. Oh, da ist er. Oh. But nothing happened. Hätte er probieren können. So. Eben. Ich vergesse die Hälfte im Changelog, von daher. Okay. Aber ich will ja eh nochmal zurückgehen. Ich habe nur noch keine Keycard. Da geh mal nimmer rein in das Nodenblatt. Ich habe schon andere gesehen, die da rein sind und da ist nichts passiert. Hm. Also das war scheinbar echt Zufall bei uns. Ach, du schaust andere SCP-Videos? Ja, nur von Marvipan. Okay. Schon wieder? Oder geht's einem von beiden? Was? Nicht was? Da war so ein Fleck am Boden. Da dachte ich, der erscheint der Schwarze. Und da gibt es jetzt zwei Wege dahin. Wie schreibt der eine immer bei uns? Holzkohle. Holzkohle. Was? Achso, ich brauch die Level 2. Der. Wer war das? Ich vergesse immer den Namen. Ja, langsam wird's schwierig. Langsam haben wir echt viele, die kommentieren. Viele verschiedene. Ja. Also unsere Stammzuschauer kenne ich ja hier. Mückenkommando, Alex B., Yuka. Bin schon dünner. Der Dampf. Dampf? Irgendwas mit Let's Play am Ende, LP. Ultra Gamer LP? Der Ultramark LP. Ultra. Der will doch jetzt unser Best-of-Video machen. Ja, war das nicht der, wo geschrieben hat, Holzkohle? Nicht möglich. Ich hoffe, ich mache mir hier keine Feinde. Ja, das wäre natürlich ultra genial. What? So ein Best-of-Video. Ja. Ja, aber hey, wo ist denn dieser Raum mit dem... Aber hey! Mit dieser Glaswand. Den brauche ich doch. Den gib ich nimmer. Ja, das wäre aber jetzt nicht so geil. Außer ich komme jetzt mit der Level-1-Karte in die nächste Saison. Vielleicht kommst du mit der Level-1-Karte in dem Gang, wo links und rechts eine Tür war. Irgendwo rein. Meinst du, dass da die Keycard drin war? Weiß ich nicht, was das für ein Raum ist. Dann schauen wir halt mal. Schwer ist es doch nicht. Wenn ich noch finde. Wir haben bei fast 200 Abonnenten. Ja. Richtig. Zeig, was hast du für eine Karte? Also gar keine. In der Level 1 Karte. Da kommst du nicht in den... In das 914 komme ich nicht. Nee. Nicht? Ja. Genau, wir haben bald 200 und das heißt, wir machen einen Livestream. Bald. Okay. Ja, ich habe es ja im letzten Video nochmal kurz angesprochen am Ende. Und da warst du ja gegen den Termin nächste Woche. Ja, also machen wir übernächste Woche. Übernächste wäre eine Option. Das wäre das Wochenende um den 20. oder sowas, ne? 22. war es, glaube ich, oder so. Ja, so what. Müsste passen, ne? Ja, und dann machen wir einen genauen Termin, den sagen wir dann noch. Den sagen wir an dem Tag, wo wir 200 schaffen. Blöd wäre es, wenn wir es nicht schaffen, die 200 bis dahin zu erreichen. Ja. Müsst ihr gehen. Deswegen abonniert alle, dass wir einen Livestream machen. Den Livestream machen wir so oder so.
ob wir bis dahin 200 haben oder nicht. Das darfst du nicht sagen, wieso nein? Doch, komm. Den letzten, den haben wir eh ein bisschen verkackt hier. Weil mit den Startschwierigkeiten und so. Weil es über Justin dann nicht ging. Man kann doch auch auf YouTube Livestream machen, oder? Ja, da braucht man dann wieder extra Software, dass man dann das Speed capturen kann und dann noch mit Facecam Overlay. Ah. Das haben wir dann kurz probiert, aber das hat nicht so ganz hingehauen. Ja, und das macht YouTube nicht für einen, dass sie das Video gleich aufnehmen und dass du es danach abspeichern kannst. Das dann wäre ja logisch eigentlich für YouTube. Ja, aber eben nicht mit Game Capture, das geht scheinbar nicht. Hm. Oder zumindest habe ich das letztes Mal über die Schnelle nicht rausgefunden. Da war mal schon. Ja, jetzt, danach müsste es aber kommen. Hast du das mit dem Gang und den zwei Türen, oder? Ja. Ich glaube, danach kommt jetzt noch eine Kreuzung und dann. Das möchte ich jetzt unbedingt rausfinden, was da war. Oder. Ich glaube, an einem. Da kommen wir, glaube ich, her, ne? Okay. Ja, das. Gedropft. Blickst doch nicht mal durch, oder? Ne, jetzt wird's echt nicht mehr. Jetzt habe ich. Ja! Okay. Das kam gerade wie ein Aufzug. Der ganze Gang ist gefahren, ne? Wir sind in einem Aufzug. Das geht nicht. Jungs, was ist da los? Na, wer hat's gedacht? Okay. Ja, aber das weiß man es nicht, oder? Davor waren das schon die bestgesicherten Türen. Ja. Hast du, glaube ich, Level 4 gebraucht. Oder sogar Level 5. Jetzt pass auf, ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Tür ist ja nicht offen. Blinzelt. Da waren wir aber schon. Also bis jetzt? Kommen wir jetzt daher? Keinen. Ursprünglich meine ich. Keine Ahnung. Ja, da waren wir doch gerade. Bist du irgendwie da, im da sind wir jetzt hin, ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit zurückgegangen. Dieser Bug ist irgendwie noch nicht aufgetreten, ne? Also irgendwo runterfällt oder. So plötzlich vor einem runterfällt. Ja, so plötzlich vor uns aufgetaucht ist auf einmal. Ja, okay, ja, haben wir geblinzelt. Du hast einfach aufgetaucht, Junge. So. Und wann haben wir das gesagt? Das ist Linda irgendwann. Du hast einfach aufgetaucht, Junge? Ja, als er sich geportet hat. War so vor ziemlich einem Jahr eigentlich, oder? Oh, wir müssen. Sollen wir mal eine Jubiläumsfolge einplanen? Ein Anniversary? Ja, weil das trifft sich fast mit den 200 dann vielleicht, ne? Ja. Ich glaube, im Februar haben wir angefangen, ja? Ende Februar. Anfang vielleicht schon, oder? Nee, Ende. Ja, wir haben zuerst ein paar Slender-Spiele gemacht, dann glaube ich nach SCP. Und am 27. März kam Slender The Arrival. Bin ich mir ziemlich sicher. Boah, wenn du sagst. Könnt ihr ja nachschauen. Ihr könnt ja nachschauen. So, also ich suche jetzt hier noch verzweifelt nach Kreuzungen, die ich nicht genommen habe. Apropos, weil es gerade so gut passt, einer hat gefragt, welches die erste Version von SCP war, die wir gespielt haben. Richtig. Können wir eigentlich ein Video nachschauen, das erste Video, oder? Wobei wir haben vorher schon gespielt. Wir haben den dreiteiligen Walkthrough gemacht als allererstes Let's Play zu SCP. War das nicht 053? Nee, oder 06? Das war 06, glaube ich, weil danach kam dann das 07er Update. Aber 053 haben wir vorher schon gespielt. Ja. Und es geht ja, oh sorry, es geht darum, was wir als erstes spielen. Was ich denke, dass er das meint. Ja, jetzt weißt du es. Wenn es stimmt, was wir sagen, aber ich glaube schon. Ich glaube, bei irgendwas 04 stand dann im Change Log, dass es jetzt erstmals möglich ist, das Spiel tatsächlich zu Ende zu spielen. Ja, ich weiß, 07 war das erste Update, das wir gemacht haben. Ja. Also muss ja 06 die erste, das wo wir. Big Update. 06 das erste, wo wir ein Video gemacht haben und 05 das erste Mal, wo wir gespielt haben. So ungefähr. Sabalot. Wir antworten schon alle. Ich glaube, da bin ich noch nicht hin. Rückenbad, waren wir da schon? Ich glaube schon, oder? Müssten wir schon mal gewesen sein. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich muss doch irgendwo noch eine Keycard geben. Der Raum kommt auch schon bekannt vor. Hummer, Stift und Papier und dann. Pen und Paper.
Zeichen entlang, wo ich laufe. Da waren wir doch auch schon. Schon fünfmal oder so. Ich glaube, das war als erstes bitte. Oh. Das war ein krasser Mausback. 360. Das war ein 180, glaube ich. Oder ein 270. Höchstens. Ah, hattest du zwei 180s, oder? Oder war das zweite von dir? So, warte, jetzt gehe ich mal hier lang, weil sonst laufen wir wieder im Kreis. Wie es anhört. Ey, das war ein 360. Nee, das war ein 180. Jetzt können wir ja nochmal in Slow Motion einfügen. Um zu gucken, wer recht hat. Hey. Schon wieder? Achso, nee, das war eine andere Map vorhin. Penis. Okay. Aber in seinem Back hat man jetzt nichts Glossiges gesehen. In seinem Back hat man nichts Glossiges gesehen. Oh mein Gott. I think I found your vagina. Your vagina is in the back of your neck. Ah ja. Das zeige ich dir später mal. Lustiges Video eigentlich. Aber irgendwo muss doch dann zumindest zum Anfang gehen. Oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, ohne Navigator, ey. Geh mal geradeaus. Schau verkackt, weil wir nicht mal geradeaus gehen können. Ich mag die GEMA nicht. Wieso? Weil die jetzt YouTube-Videos lizenzieren wollen? Okay, wir sind am Anfang. Wollen die dann unsere Videos auch lizenzieren? Ne, wir haben ja keine Musik. Geht es nur um Musik? Ich glaub schon. Die sind ja auch in Diskotheken und so. Größte Feinde. Ich glaube, wenn ich später mal alleine lebe, dann hole ich mir eine Wildkatze, am besten so einen Tiger oder sowas. Als Haustier. Wenn ich die GEMA kriege, dann muss er vorstellen, was passiert, wenn er an die Tür kommt. Oh ne. Oh my fucking God. Ich weiß hier seine Texture, wenn ich Pech hab. Können wir gucken, inwiefern sich sein Model verändert hat. Du redest ja nur Englisch. Seine Texture, sein Model. Das fällt mir heute irgendwie zum ersten Mal auf. Weiß auch nicht. Ich will nicht mal gucken können, was eine Gasse ist jetzt sein Englisch. Ich wollte mich gerade sagen. Ach scheiße. Eine Backgasse. Oh fuck. Shit. Ja, wenn wir Glück haben, dann reicht die Distanz. Eine Sackgasse? Ja. Mach mal hier dick. CC. Dick. I do it. Verstehst du mit, for you guys. Mit CK. Da ist es irgendwo. Dick CC. Da guckst du jetzt, was eine Gasse ist. Weil eine Sackgasse wäre Dead End, das ist klar, aber ich will ja das wörtlich übersetzen hier. Gasse suchen. Also du musst erst Vokabeldaten runterladen. Ich hab das schon lange nicht mehr benutzt. Jetzt herunterladen. Den macht den vollen Wortschatz. Jetzt herunterladen. Gesamter Wortschatz. Jawohl. Da müssen wir jetzt warten. Oh, da kommen wir. Aber wir müssen ja auch so warten. Pass auf, Leute, guckt seine Textur an. Ja, der grinst auf jeden Fall nicht. Du stirbst gleich. Nein. Du bist. Ich komme in die Pocket der Menschen. Und dann sterbe ich vielleicht wieder. Also, das ist verkackt. Passiert jetzt wenigstens was. Weil ich glaube, wir... Oh, ich habe es über dein mobiles Datenvolumen geladen. Nee, geht gar nicht. Und selbst wenn, ich habe 1 GB. Das ist bestimmt 200 MB groß. Der Monster? Ja. Das glaube ich jetzt nicht so. Was machst du eigentlich? Gleich brech ich, weil du dich die ganze Zeit im Kreis drehst. Ich habe das Dokument gesucht. Weil die Yuka gesagt hat, dass der Code random ist, ist er auch. Das letzte Mal war es 1966. Scheiße, dann kommen wir beim Dr. Maynard nicht rein. Bevor wir in der Pocket der Menschen waren. Ich dachte, das ist denn sein Geburtsjahr. 1966. Muss vielleicht den Larry atmen? Alter! Oh ja. Wo sind wir denn? Ich geh jetzt mal zurück. Ist es dieses Adventure-mäßige, wo wir schon mal waren? Weißt du noch? Das, was richtig cool war, wo man so schon Stufe zu Stufe springen musste. Weißt du es noch? Weißt du es noch? Achso, ja. Achso, ja. What the fuck? Kann ich jetzt nicht mehr zurückgehen?
Guck mal, okay, ja, du bist jetzt gefangen. Was soll denn das? Weil ich jetzt zurückgehen wollte, oder was? Du musst jetzt seinen gigantischen... Schau mal, der guckt von alleine nach oben. Da oben sieht man die Eyes von Dr. L. Was? Boah, da kriegt der Gänsehaut. Sicker Shit. Oh, Satan. Also guck jetzt, was Gasse ist. Gasse. L.A. Lane. Ellie. Alleyway. Alleyway. Jinnel. Jinnel ist lustig. Battle. Wind. Oder Wind. Snicket. Snicket. Eine Back Snicket. Twitten. 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 Jitty. Jer. Ja, was ist denn das? Da gibt es 1000 Wörter, ey. Line out. Line out. Komm, wir suchen jetzt eins aus, was auf Set. Jigger. 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 Liverpool. Alleyway. Jigger. Wie spricht man das aus? Jigger. 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 Eine Back-Jigger. Das ist gut. Jigger, Jigger. Back-Snicket. Durch ein Lied, wo so eine männliche Stimme dann sagt Jigger, Jigger. Ich weiß nicht mehr, was ein Lied das ist. Okay, von Jay-Z, Jigger, Dead Nigger. Guck mal, der hat den Drang zum Larry zu gucken. Siehst ja, du? Was ist denn das? Was machen wir jetzt denn da? Ja, verkackt. Wieso ist da jetzt eine Mauer und wieso kommt er nicht mehr zurück? Oh, jetzt blut immer. Du periodierst. Richtig, ich sehe kein... Ja, es tropft doch. Ja, ich sehe aber kein Blut. Oh, oh, das verschwimmt langsam. Ja, wir sterben. Oh ja, jetzt merke ich es auch. Boah. Wow. Nee, lieber sterbe ich, als dass ich nicht mehr... Oh, da irgendwas soll ja hier bei diesem Stop-Hiding-Feature soll genervt worden sein. Genervt? Was ist nerfed? Ich glaube, das wurde jetzt noch extremer. Ich muss mal gerade eingeben, was nerfed ist. Ja, eine Nerfgun ist ja diese Schaumstoff-Dingsbums. Ah ja, das hat auch was damit zu tun. Nerven. Nerven. Ja, stimmt, weil die Dinger, die nerven ganz schön, wenn du damit abgeknallt wirst. Heavily nerfed? Was, you feeling irgendwas? So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach, die haben das nerviger gemacht, hä? Das Feature. Scheinbar. Dann müssen wir mal warten, was da kommt. 30 Sekunden warten, wenn wir tot sind. Oh, das schaffen wir schon. Machbar. Die 30 Sekunden reißen jetzt auch nicht mehr raus. Jo. In der Zeit könnt ihr schon mal auf noch den... der Shisha. Auf den Subscribe-Button klicken, du dampfeinatmender... Guck mal, da ist so ein schwebender Balken. Ein Floating Bar. Lebst du noch? Ja, und ich sterbe aber gleich. Alter. Was war das jetzt für ein Floating Bar? Wo ist der jetzt? Na toll, jetzt hast du ihn weggemacht. Da ist er, oder? Ne, das ist der Sarg oder das Ding. Ah, jetzt sind wir tot. Oh. Ich lache. Aber kein Cause of Death. Tja. Nicht mal, dass wir hier aus der Pocket Dimension verstoßen wurden oder so. Und dass unser Korps entstellt war, wie der von der Decke geflatscht ist. Ich müsste eigentlich dem Hausmeister begegnen. Gleich kommt's. Wait, wait. Wir erschrecken gleich. Da hat sie mich genervt. Ja, das, da nervt's halt bloß, aber... Das waren ja schon 30 Sekunden, oder? Oder nicht? Brauchen wir Stoppuhr an. Ja, klickt auf den Subscribe-Button und auf den Like-Button und auf den Favorisieren-Button. Und ja. Ja, wir machen die Woche noch ein anderes Spiel. Hast du schon gesagt? Oder zwei. Zwei schon. Und zwei andere Spiele. Zwei andere. Aber die Woche noch? Müssen wir gucken. Ja, eins zumindest. Ja, wenn wir dazu kommen, dann machen wir das noch. Mittwoch könnte was kommen. Yeah. Dann vielleicht aber auch am Dienstag und am Donnerstag. Oder so. Guckt einfach jeden Tag rein. Klickt alle Videos mal an, damit yeah. wir Views bekommen. Nein. Was heißt denn nein? Wenn es einer machen will, kann er das ruhig machen, aber... Wir können ja an der Stelle mal fragen,
was für unsere Zuschauer der beste Tag zum Videos hochladen wäre. Hier gibt es bestimmt einige, die schreiben jetzt jeden Tag. Das hättest du nicht fragen dürfen. Nee, Sonntag ist doch eigentlich ganz gut. Wochenende finde ich gut eigentlich. Ist auch für uns am besten. Ja. Weil wir da am besten zum Produzieren kommen. Unter der Woche ist es stressig. Man kann, aber haben wir ja schon gemacht bei Updates. Nach der Arbeit immer müde, lustlos. Arbeit nervt. Dürm, dürm, dürm. Ja, es gibt kein Hiding, Stop-Hiding-Feature mehr. Hätte ich gesagt. Der hat's weggenervt, hat das. Oder vielleicht war das einfach nicht das richtige Pausemenü. Also, es geht ums Pausemenü. Ich mach's einfach nochmal spaßhalber. Echt jetzt? Dann drücke ich auf Pause. Wir haben uns ja schon 50% verabschiedet. Gibt es ja auch bei Kita nur nicht. Ja, wenn es jetzt ein Stop-Hiding gibt, dann zeigen wir das nochmal. Ansonsten fadet das Video jetzt einfach leise aus. Können wir eine Frage vorlesen? Nee, jetzt guck mal, die Tatzeiten sind so kurz. Uns fast konnte ich mir noch Zuschauerfragen zu beantworten. Dann machen wir die halt während dem Video ab sofort. Ja, aber zum Zeitpunkt halt, wo das Spiel losgeht. Ja. Weil der Start eigentlich immer dasselbe ist. Dann ja. Können wir das so ein bisschen überspielen. So, Pause. Es ging um das Pausen. Wir können so eine Uhr einblenden, das wäre doch cool. Und da soll man sich nicht verstecken. Oder einen Countdown einblenden. Ja, das wäre aber schwer, da müssen wir dann 30 Sekunden lang und dann 30 Frames und die nur eine Sekunde lang. Puh, nee, vergesst es wieder. Ich weiß nicht, ob es so einen Auto-Generator gibt, der eine Zeit einblendet. Mediengenerator-Uhr. Müssen wir mal gucken. Timer. Was können wir machen eigentlich? Ja, es geht ja schnell. So eine Eieruhr. Und dring. Wir können ja auch auf dem iPad die Uhr laufen lassen, das mit dem iPhone abfilmen und das dann im Video einblenden. Ja! Da haben wir unsere Uhr. Wir müssen nicht 30 Frames bearbeiten. Das war eigentlich einfacher. Ja. Schneller. Wer sagt eigentlich, dass es 30 Sekunden sind? Das hat er nochmal geschrieben, oder? Das waren auch 30 Sekunden. Weil wir haben das dann ausgefadet und haben dann während das noch ein bisschen gerade und das kam ziemlich bald eigentlich. Oh, da kommt gar nichts mehr. Kommt jetzt gar nichts mehr. Hat sich ausgenervt. Heavily nerved. Nerved hat bestimmt noch eine andere Bedeutung. Also das. Betrug! Stop hiding! Du scheiß Meldung. Gut. Ja, Leute, dann. Bisschen schade hier, dass es nicht so schön war mit dem MLV am Anfang. Und wir sind noch nicht sonderlich weit gekommen. Aber SCP ist ja nicht tot. Es geht weiter. Ich denke, das wird. Wenn es ein Bug ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das neue Update schon gespielt habt, ob ihr auch ein MAV bekommt, wenn ihr die Gasmaske aufzieht. Und ja. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, wir hoffen ja, dass es dann bald gefixt wird. Falls es halt so ein Bug sein soll, dann spielen wir weiter. Wir haben noch ein paar Usernaps, die werden wir spielen. Mhm. Ich hoffe, dass die nicht so vom Bug betroffen sind. Das wird scheiße jetzt, wenn das jetzt immer passiert. Müssen wir jetzt ausprobieren. Ob es auch in den Custom Maps passiert. Machen wir erstmal einen Test. Ja. Und ich weiß nicht, das wäre eigentlich besser, wenn wir das am Anfang des Videos gefragt hätten. Weil ich weiß nicht, ob jetzt alle Zuschauer noch bis hierhin gucken. Wie kennst du das, wenn du so einen Film hast, der so eine Stunde lang geht und dann von der Stunde eine Viertelstunde noch Abspann ist? So ist es jetzt ungefähr bei uns. Mich hätte einfach mal interessiert bezüglich anderer Spiele, ob die meisten unserer Zuschauer mittlerweile finden, dass SCP ziemlich ausgelutscht ist. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da wir überwiegend SCP spielen, dass die meisten Abonnenten SCP sehen wollen. Sonst hätten sie uns nicht abonniert. Und in letzter Zeit haben wir fast nur SCP gespielt. Ich finde ja, dass wir Sonntag immer SCP machen und Mittwoch immer oder unter der Woche immer ein anderes Spiel. Das finde ich eigentlich okay. Dann haben wir 50-50. Mhm. Ich hätte es eher so gemacht, dass wir auf jeden Fall SCP weitermachen wie bisher. Ja, weil gut, es entwickelt sich ja stetig weiter. Und zu Updates sowieso und dann zwischendurch nochmal User Maps und zwischendurch nochmal eine Random Map also vielleicht. Du willst jetzt ankündigen, dass alles so bleibt wie vorher? Nee, pass auf. Also ich möchte auf jeden Fall SCP als unser Flaggschiff behalten, ja. Das läuft, also eine Episode pro Woche auf jeden Fall. Und immer dann, wenn es sich anbietet, halt ein neues Spiel ausprobieren. Weil
das habe ich auch schon in Kommentaren dann so geschrieben. Die meisten Spiele, die wir sehen, die sind ja entweder Demos oder die sind ziemlich linear. Das heißt, wenn man die ein zweites Mal spielt, dann passiert da im Grunde nichts anderes. Und wie jetzt bei diesem Dreadout, dieses Indonesian Horror Game, das war ja eine Demo. Und da gab es aber zwei Möglichkeiten, die wir ausprobieren wollten. Und es hat letztlich beides zum selben Ziel geführt. Sowas meine ich. Deswegen lohnt es sich, das öfter zu spielen. Ja. Aber wenn da jetzt eine Vollversion kommt, jetzt mal, weil du es gerade erwähnst. Rein hypothetisch. Es ist eine angekündigt, aber die war Schon auch für schon für Ende nächstes Jahr, Dezember. ja. Dezember war die angekündigt, ja. Aber wenn die kommt, dann will ich die auf jeden Fall spielen. An der Stelle nochmal ein Aufruf, wenn ihr Vorschläge für Spiele habt, schreibt sie in die Kommentare. Dann können wir die auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Wir sind offen für ziemlich viel. Und was ich persönlich mal geil fände, einfach mal auch der Abwechslung halber, wenn wir mal mit unseren Zuschauern Nazi-Zombies spielen würden. Call of Duty. Kennt ihr das? Das ist so, da verbarrikadiert man sich in einem Haus mit bis zu vier Spielern, also wir zwei und dann noch zwei Zuschauer, die Bock darauf haben. Das können wir dann über so einen VPN-Client. Ja, muss halt jeder die richtige Version und alles dann da Funktioniert das einrichten. ziemlich gut? Ja, aber das schafft man schon. Im Notfall spielen halt alle die ganz normale Version. Aber ich fände es halt einfach mal lustig, dann halt das dann als Video dann aufzunehmen und das später hochzuladen. Mit unseren Zuschauern dann zusammen ein Video zu machen, verstehst du? Zusammen gegen Nazi-Zombies spielen. Weil auf LANs bockt das Spiel übel. Mit unseren Zuschauern wäre das halt auch mal genial. Dann könnt ihr auch mit Voice Chat und allem. Wäre schon geil. Interaktiv. Ja. Also da hätte ich echt Lust drauf. Das wäre ja zum Beispiel was für ein Anniversary. Wir deklarieren jetzt diesen Teil vom Video als Vlog, Stimmt, für ein Vlog wird es eigentlich auch mal wieder Zeit. oder? Weil es schon so ein langes Gelaber hier ist. Ja. Ja, aber jetzt ja kann ich dir Vlog. Ein Vlog soll ja was sein, was sie abseits der Let's Plays machen. Aus Ein unserem Vlog ist für mich Leben, nebensächlichen Leben. ein Videotagebuch, wo einer labert, was er gemacht hat. Ja. Und gut, die Videos, die Gameplay-Videos, die machen wir so oder so. Wir können die Episode ja als Gameplay für das Update Plus Vlog. plus Gelaber. Das Glauben. Ja, aber ich denke, wir ziehen an der Stelle mal einen kleinen Schlussstrich Ja. und lassen dieses Video ausklingen. Schon wieder eine Dreiviertelstunde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, gut, wir haben ja am Anfang aber zwei gescheiterte Anläufe. Es gibt wieder Dislikes, du. Yeah. Also. Also. Verhext. Schon ein ganz trockener Mund vom ganzen Gelaber. Das ist hier mal mein ziemliches Lieblingsgetränk. Der grüne von Pfanner. Kriegst du da eigentlich Ding? Cash, weil du das jetzt da zeigst? Das wäre echt mal was. Ich sollte mal so ein paar Getränkehersteller anschreiben. Bezüglich hier Product Placement. Wie schaut's aus? Und dann können wir dann während unseren Gameplays dann mal so ein bisschen hier so auffällig das Getränk dann so in die Kamera zeigen, dann trinken dann, ist das aber lecker! Das geht bestimmt, oder? Ja. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, glaube ich. Ist ja auch bei diesen Fashion-Blogs, die Leute Wer macht das? ziehen irgendwelche Kleidermarken an und kriegen dann dafür Cash. Die Product Placement, das war mit EA, genau, die haben das gemacht. Dass die so Let's Player angeschrieben haben. Übrigens, die ganzen EA-Spiele, die darf man zur kommerziellen Nutzung verwenden. Da hat EA ausdrücklich die Erlaubnis dafür erteilt. Das heißt, du willst Weil jetzt Dead Space weiterspielen? das auch. Und ich weiß nicht, also Dead Space hätte ich auf jeden Fall Bock zumindest. Kann man mal gucken. Und die haben eben vor Releases. Zum Beispiel vor diesem Blockbuster-Spiel Battlefield 4 haben sie bekannte Let's Player angeschrieben, ne, ob die eben diverse Features so vorstellen werden. Da sind, glaube ich, diese Only in Battlefield 4 Videos entstanden. Und die haben dafür dann Product Placement Cool. kassiert. Ja, bis wir so weit sind, dauert es, glaube ich, noch ein Und bisschen. das war um einiges mehr Kohle als die Standard-YouTube-Monetarisierung. Weil die haben ordentlich was davon eh bekommen. Aber lass jetzt mal das Video. Ich drück jetzt Bling, mal bling. die Notbremse. Ja. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.